Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr einen Anzuchttopf ganz schnell selber machen könnt. Braucht eine herkömmliche PET-Flasche, ein Cuttermesser, am besten so eines, Stoffstücke in dieser Länge 15 cm, ein Akkuschrauber mit einem Bohrer von ca. 10 mm Durchmesser. Ich habe einen Holzbohrer genommen. Ihr bohrt oben ein Loch in den Deckel. So, das Überstehende könnt ihr mit dem Cuttermesser ganz leicht entfernen. Dann schneidet ihr am besten einmal hier und am besten einmal hier auseinander. Das letzte Stück könnt ihr mit einer Schere abschneiden. Alles vorher gut auswaschen. Dann habt ihr hier den Deckel. So. Dann fädelt ihr von oben, dass der Knoten oben ist, von innen das Stoffstück durch bis zum Knoten. Dann schraubt ihr es herauf. Fest zustrafen. So, das ist unsere Wasserleitung. Kleinen Moment. Ich befülle den Unterteil mit Wasser. So. Und das Oberteil fülle ich jetzt Anzuchterde ein. So, hier ist Anzuchterde eingefüllt. Achtet darauf, dass es wirklich Anzuchterde ist. Und jetzt müsst ihr nichts mehr machen, außer das oben hineinzusetzen und dann die Saatkörner einsetzen. Ein bisschen ganz leicht von oben angießen und von unten zieht sich durch den Stoff das Wasser selber hinauf. Das war's.